Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, Tag 8 inzwischen. Mord überstanden. Kommt Matthias. Guten Herr Kaiser, die letzten Nachzügler noch. Ja. Aber das sieht ganz gut aus. Ah, der ist schon tot. Ja, die steht da kopflos. Da legst du ihn hier. Was hat er denn? Was hat er denn? Da, Klappe. Wollen wir mal runtergehen? Da kommt ein Spidey. Den müssen wir noch... Leider keine Munition mehr und ich habe auch... Ne, wenn, dann müsste ich auf Pistole gehen. Sind wir so mutig? Also 9mm kann ich dir geben, wenn du willst. Ja, ja, ich will mir nur eine Waffe dazu besorgen, also... Hätte ich auch. Kannst eine SMG haben. Ne, ich gucke, warte. Was braucht die Desert Eagle denn? Ich nehme eine normale Pistole. Okay. Munition hast du noch einstecken, ja? Ich habe genug. 355 Schuss noch. Gut. Da quietscht irgendwas im Takt. Ja. Warte mal, ich hau mir mal eben einen rosa Kaffee. Wo bist du denn? Bist du noch draußen? Ich bin schon aus dem Käfig raus, ja. Dum. Du bist wo? Bei der Rampe? Ja, ich bin schon rausgerannt. Und dann hätte ich gern Munition. Okay. Damit ich mir verteidigen kann. Bitteschön. Danke, Onkel. So, dann lass uns mal gucken. Ah, da. Spidey, guck mal. Was ist denn mit dir? Ah, er kommt. Vielleicht wäre es da ganz taktisch klug, wenn wir denen einfach die Beine wegschießen, so dass die rumkriegen und dann werden die gar nicht mehr nachspawnen. Oh, da hab ich Fleck, Alter! So. Alles gut? Ja, ja. Schießen die Beine weg. Alles reicht ja. Vorsicht, hinter dir. Ja. Vorsicht! Ja, so, den lassen wir jetzt leben. Okay, das er halt. Dann haben wir nämlich schon mal einen, dann spawnen keiner nach. Wir haben ein bisschen mehr Ruhe, da kommt noch einer. Ich hoffe, dass das funktioniert. Alles ohne Gewehr. Ah. So. Los! Weg mit dem Knie! Beine werden so bewertet. Hast du den mit dem Kopf geschossen? Ja, tut mir leid. So bin ich. Kommt gleich noch irgendwo einer, oder? Ja, da an der Ecke. Naja, sie spawnen leider noch. Ja, mach auf die Beine. Ich habe leider nichts, wo ich mit Beine wegmachen könnte. Doch, mit der Pistole. Mit der Pistole gehen Beine weg? Ja. Wir müssen sie eigentlich nur auf der Straße verteilen. Das geht eigentlich. Wie gemein, oder? Schon wieder nicht werbefreundlich, diese Folge. Und läufst du in der Matsche rum? Ja, die macht einen ziemlich langsam. Es tut mir leid. Oh, da kommt ein Dicker. Warte. Wo? Warte, Beine. Oder Kopf, alternativ. Oh, so. Hab ich wieder irgendwas Schönes gefunden. Irgendwo 249. Da. Sieht aus wie der Leute. Oh, ich bin gleich tot. Oh, shitty. Noch gekratzt worden, ne? Use. Wow, es war die. Der ist aber auch hier hart. Was sind die C, die Viecher? Komm mal, Spider. Ja. Ah, ich hab ne Quest komplett. Bitsy Spider. Cool. Finish him. Das Problem ist, dass man den Leichen. Dass man den Leichen so zäh läuft. Ja, ja. Muss aufpassen. Da kommt noch ein Runner.
bisschen hier looten. Da kommt wieder einer. Pistole. Ja, die schön im Auge gebracht, ne? Oh. Barrel. Du Barrel. Super. Einfach fantastisch. 3.21 Uhr. Pass auf, rechts von dir, rechts von dir. Krieg leider die Akku nicht gezogen. Weiter. Das ist schon knapp. Entschuldigung. So, ich hab noch irgendwas nehmen hier. Painkiller, Vitamine, ich zieh mir alles weg. Nimm, iss. Irgendwas knurrt hier noch rum. Ja. Irgendwas knurrt. Das ist ja fast spannender als die Horde-Nacht hier unten. Achtung. Rote Wolke. Rote Rakete, rote Rakete. So. Na, so legt man sie aber nicht. Sag mal, sind die da drüben unterm Haus? Ja, da sind bestimmt ein, zwei drin, ja. Da. Noch kommt einer. Boah, hat sie ihn zurückgedrückt. Hunger, Durst, Pipi, kalt. Mama, ich muss aber mal. Sonst sind wir nicht da. Mama, ich muss mal. Hua, hua, hua. So, irgendwie ist gerade Ruhe. Looten, looten, looten. Es kommt gerade echt nichts mehr. Pistole. Schuhe. Weißt du, was wir machen? Wir zerschlagen sie. Also, Spider, Spider! Danke. Ja, wir zerschlagen sie, weil dann bleiben nur die liegen, die auch einen Rucksack haben. Ja, 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 stimmt. Das ist schon ein guter Plan. Ah, und ich habe keine Axt dabei. Na super. Ich habe keine Axt. Na komm, warte. Hast du noch eine Axt dabei? Sonst gehe ich kurz runter. Nee, habe ich nicht. Also eine halt nur. Ich komme gleich wieder. Ah, guten Morgen. Ach so. Na, waren das die letzten Nachtwehen, der Blitz eben? Ja. Jetzt läuft doch gerade wieder. Oh, ich glaube, ich habe geblutet. Oh. Ich glaube, ich habe geblutet. Es sieht so aus, als hätte ich geblutet. Da läuft noch einer. Ich habe es nicht gemerkt, naja. Das wäre auch das Neueste. Wenn ich was merke. Ich habe auch so einen komischen Kratzer, aber oh. Da ist so ein Knüppel. Oh, das war eine. Nee, ich hab ja ein Medipack genommen, ein großes. So. Schön knüppeln. Oh, da kriegen wir richtig viele Knochen. Das heißt, sämtliche Ducktape-Probleme sollten erledigt sein. Auf Fisch. Ein, zwei kommen hier immer noch. Ja, ich bin auch gleich wieder da. Wenn ich wieder bewaffnet bin. Mhm. So, nee, das Material hier. Da ist so eine Stahlaxt. Nehmen wir doch die so lang. So, Vorteil ist, ich bin wieder gesund. Sehr gut. Nachteil, ich fühle mich so komisch. Ein bisschen Wellness weniger. Ich fühle mich so, was ist das denn? Irgendwas ist mit mir passiert. So, weg, weg, weg. Ich habe mich gerade in diesen Zombie verliebt. Ist das schlimm, Geist? Was? Welchen? Ist da wieder eine mit Bubis unterwegs? Nein, nein, nein. Es ist nur, seit mich der Zombie gekratzt hat, kann ich mir die mitfühlen. Meine Empathie für die Zombies ist Das ist schon ein wenig komisch gerade. Wieso? Der Leichenflatter war. Ach, da kommt einer. Freundin, hallo Schwester. Boah, bitte hab einen Beaker dabei, Baby. Geil. Mit dem letzten Schuss. Geh mal durch die ganzen Zombies hier durch. Mhm.
Und die liegen bleiben, können wir dann gleich durchlooten. Da ist ein Loch im Haus. Matsch, matsch. Was Geräusche, ey. Ich wüsste gerne mal, wie sie das aufgenommen haben, das Geräusch. Also wie das entstanden ist. Mit einer harten Diarrhoe. So. Essen, essen, essen. Ah, mit dem Inventar, das ist schon schön. Ups. Nein! Wenn die auf den Spitzen liegen und man die kaputt haut, dann rutschen die irgendwie runter. Ja gut, diese Hülle, die ja praktisch noch liegt. Ja. Haben wir's. So. Was ist denn los mit dem Himmel? Wieso hört er nicht mehr auf? Gut, da oben. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das war's. Guck mal, die großen Spitzen haben alle gehalten, ne? Ja, gut, die sind ja auch nicht wirklich rangekommen, ne? Ja. Ja, 500. Ne, wie viel Schuss hatten wir? 450 ungefähr, ne? Schön durchgeholzt. Na, die Ecke hier vorne fehlt. Ansonsten sehe ich auch bei den Spitzen jetzt nicht wirklich, dass Spitzen großartig kaputt gegangen sind. Nee, sieht gut aus. Gut abgesichert. So, was brauche ich denn für so. Steel Smithing? Steel Tool Crafting, Steel Smithing habe ich schon angelernt. Weapon Smithing 4. Nee, ich habe die gerade mal versucht zu reparieren, also da ist auch nichts wirklich kaputt. Okay. Ich werde jetzt gerade mit dem Restchen Beton noch die Blöcke auf, die noch nicht, weißt du, aufgewertet sind. Mhm. So, Crucible brauche ich, den kann ich noch nicht, weil ich das blöde Rezept nicht kann. Alles klar, dann Weaponsmithing 4. Und zwar noch hier, so, jetzt 15 Punkte noch und dann kann ich es lernen. Das heißt, ich glaube, ich muss nochmal orgern. Nochmal orgern? Bitte, ja, was? Das willst du da den Zuschauern nicht antun. Nicht schon wieder, nein. Doch. Ich brauche noch ein paar Punkte. Ich bin recht froh, dass wir jetzt den Tag 7 hinter uns haben. Das ist gut, ne? Aber der nächste kommt bestimmt. Naja, allein um hier dann weitere Projekte nach... Ja. Pyramide mal gucken. Stimmt, das könnte man eigentlich als erstes machen. Ja, mal in die Grube. Also die Grube dann haben wir unten schon soweit. Dann gehe ich vom Mittelpunkt hoch. Ja, der Plan steht. So, Waffen, jetzt kann ich erstmal hier. Puh. Kleber, Duct Tape. Also ich würde jetzt den Beton verbrauchen, den wir, dass wir hier die Ecken aufgewertet haben. Genau, den kannst du komplett weghauen, da kommt ja noch ein bisschen was. Ja, die Stufe 2 auf Stahlbeton jetzt noch drunter unter den Spitzen und dann ist, glaube ich, die Hütte auch relativ sicher. So 8000 Beton kommt noch ungefähr. Und noch mehr. Wieso ist denn, wieso beruhigt sich denn dieser Himmel nicht? Das kommt bestimmt gleich. Wie spät haben wir es? Ist das 5:40 Uhr? Na, ich glaube um 6 ist da Feierabend. So, dann ist der Himmel auch wieder normale Farbe. Ich hoffe es. Okay, das reicht mal weiter nicht hier. So, wird gesagt, irgendwas eingeben, dann geht's schneller. Ja. Naja, wenn du halt so filterst, dass praktisch die Rezepte begrenzt. Ja. Kann ich da nichts reinsetzen? Ah, okay. Dankjewel. So, der läuft, der läuft. Müssen wir auch nochmal rennen hier. Obwohl das völliger Schwachsinn ist. So, wie viel Beton habe ich noch? 510 sehe ich da noch? Oder muss ich woanders noch ein Stack haben? Oh, schrei, Tante. Naja, das ist ja jetzt... Lass sie schreien. Sie will doch nur spielen. So, haben wir die ganzen Münzen gehabt? Hier baut er einen Kuh, ne? Ja, Sabalot habe ich hier. Level 37 durch Aufwerten.
GZ. So, 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 so. Das sieht aber gut aus hier. Ne, hier oben noch. Ja, perfekt. Unser kleiner Matt Eagle. Ja. Matty! Ach nee, das war ein anderer. So, jetzt guck ich drüben nochmal. Oh, ich freue mich. Neuer Tag, neues Glück. Tag 7 ja. Rumgebracht. Schick, schick. Und wir sind nicht gestorben. Ja. Okay, nach wen, aber das zählt ja nicht so richtig. Ja, das gut, ich hab da mit Sicherheit nicht aufgepasst. Also müsste ich mal in die Folge reinspulen, um zu gucken. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ich habe auch, glaube ich, noch so einen Scratch irgendwo. Ja, die Scratches sind, glaube ich, nicht tödlich, oder? Oder die verwandeln sich zum... Ja, die entwickeln sich, glaube ich, irgendwann. Ja, das kann sein. Zu einer Infektion oder so. So schnell? Wieso kann ich den Rotz hier nicht hinsetzen? So, da noch. Ach ne, das ist schon ausgehärtet. Achso. Einfach. Ja, ich habe überall geupgradet. Das heißt, Stahlbeton, Spitzen. Super. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Schutz. Ja. Ich glaube, wir sollten dann auch vielleicht so ein bisschen Abstand machen mit den Spitzen zum Haus. Weißt du, dass wir dazwischen auch laufen können und können reparieren leichter. Mhm. Statt, dass ich mich jedes Mal drüber frame. Ich meine, wir werden maximal noch die 14er Horde hier in dem Haus machen und dann den Rest hoffe ich in der Grube. Genau, ja. Sand hört da nicht. Sand hier hört da nicht schreien. Dann würde ich sagen, sortieren wir mal ein bisschen aus. Genau, wir machen ein bisschen Sortiererei. Ich mache mich eben Level 64 für Punkte für Crucible, dann können wir Stahl machen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Yeah. Dann. Hashtag. Stahl kommt. Stahl kommt, genau. Das ist ein guter Hashtag. Bis morgen. Tschüss. Macht's gut. Ciao.